Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 14, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen, Drucksache 19-2223 zu Drucksache 19-1853. Berichterstatter ist Abgeordnete Decker. Sowie den Tagesordnungspunkt 63, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Pflichtaufgaben der Kommunen vollständig finanzieren, Drucksache 19-2210 und Tagesordnungspunkt 76, Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend KFA besser und gerechter gestalten, Bürger und Gewerbe nicht stärker belasten, kommunale Selbstverwaltung stärken, Drucksache 19-2225. Hierzu wird nach § 37 Absatz 8 unserer Geschäftsordnung mit aufgerufen, die mündliche Frage 329 des Abgeordneten Dr. H.C. Hahn, FDP-Fraktion, und des Abgeordneten Warnecke, SPD-Fraktion, mit der Nummer 331. Ich schlage vor, dass zuerst die Frage von Herrn Abgeordneten Dr. H.C. Hahn gestellt wird. Bitte, Herr Hahn, drücken Sie mal kurz. Dankeschön. Ich frage die Landesregierung, wie werden die Ergebnisse einer möglichen Tarifeinigung für Erzieher und Sozialarbeiter im KFA 2016 berücksichtigt? Sehr gute Frage. Herr Minister. Tariferhöhungen, egal auf welchem Zweig, Herr Abgeordneter Hahn, finden Eingang in die jeweilige Bedarfsberechnung, in dem aus den Daten der Ausgangsjahre eine Hochrechnung auf das jeweilige Ausgleichsjahr erfolgt, in dem die durchschnittlichen Ausgabensteigerungen der Kommunen der letzten 20 Jahre zur Fortschreibung genutzt werden, sodass an der Stelle dadurch Tarifsteigerungen der Vergangenheit in ihrer Durchschnittsbetrachtung auf die Gesamtmasse entsprechend durchschlagen. Denn Einzelbetrachtungen eines einzelnen Tarifabschlusses in einem Segment sind in der Auswirkung auf die Bedarfsberechnung schon deshalb nicht möglich zu berücksichtigen, weil ja gleichzeitig andere gegenläufige Effekte ebenfalls mit berücksichtigt werden müssen. Das heißt, wie reagieren die betroffenen Gebietskörperschaften? Senken sie sonstige Kosten? Erhöhen sie Gebühren etc.? All das ist nicht bekannt und kann eben nur über die Auswertung der Jahresrechnungsstatistiken zu einem späteren Zeitpunkt einbezogen werden. Danke, Herr Staatsminister. Eine Zusatzfrage vom Herrn Hahn. Vielen Dank, Herr Staatsminister, für die Antwort, die gleich wieder eine neue Frage aufwirft. Bei regelmäßigen Erhöhungen, wie z.B. Tariferhöhungen, ist das System sicherlich nachvollziehbar. Wie geht man denn um mit nicht regelmäßigen Erhöhungen? Ich sehe jetzt z.B. das Thema Flüchtlinge. Da kann man ja schlecht die Zahlen der letzten Jahre hochkumulieren, weil ja ganz, ganz neue Situationen sind. Herr Staatsminister Schäfer. Die Frage, ob die Entwicklung der Flüchtlinge und die entsprechenden daraus entstehenden Kosten Gegenstand des kommunalen Finanzausgleichs sein sollten, ja oder nein, wird ja nachher noch Gegenstand der Erörterung sein. Unsere Konzeption sieht, offenbar im Gegensatz zu dem Änderungsantrag, den Sie gestellt haben, nicht vor, die Fragestellungen der Flüchtlingsunterbringung zum Gegenstand des KFA zu machen. Darin befinden wir uns im Übrigen, wie Sie der Vereinbarung entnehmen können, in Übereinstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden, die dies ausdrücklich auch nicht wollen. Danke, Herr Finanzminister. Dann die Frage 331 des Abgeordneten Warnecke, SPD. Ich darf die Landesregierung fragen, haben die von ihr mit der Firma PwC geschlossenen Verträge zur Beratung zum KFA auch die Teilnahme von Mitarbeitern der Firma PwC an den Anhörungen des Landtages beinhaltet? Herr Finanzminister. Herr Abgeordneter Warnecke, die Antwort auf die Frage lautet nein. Damit sind die Fragen beantwortet und wir kommen zur Berichterstattung durch den Abgeordneten Decker. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich trage Ihnen die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zur zweiten Lesung vor.
Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der LINKEN bei Stimmenthaltung der SPD und der FDP den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, das ist die Drucksache 19-2217, und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Danke für die Berichterstattung. Wir steigen damit in die Debatte ein. 15 Minuten Redezeit pro Fraktion. Als Erstes hat sich Herr Schork für die CDU-Fraktion gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit der zweiten Lesung am heutigen Tage kommen wir mit einem der wichtigsten Gesetzesvorhaben dieser Legislaturperiode auf die Zielgerade, der Kommunale Finanzausgleich 2016. Er hat uns in der Vergangenheit oft beschäftigt, und ich bin mir sicher, auch nach der dritten Lesung und der Verabschiedung in dieser Woche wird das Thema Kommunalfinanzen auf der Agenda bleiben, nicht zuletzt deswegen, weil wir zugesagt haben, dass wir auch nach der Gesetzeslesung natürlich über die Auswirkungen und die Ergebnisse des Kommunalen Finanzausgleiches 2016 mit den Kommunalen Spitzenverbänden und den Kommunen weiter diskutieren und reden. Bei der Erarbeitung des Kommunalen Finanzausgleiches 2016 haben uns drei Dinge von Anfang an bewegt, und die haben wir auch in der entsprechenden Form kommuniziert. Das erste Ziel und das Wichtigste: Wir haben bei der Neuordnung gesagt und das auch umgesetzt nach unserer Auffassung, dass das Urteil des Staatsgerichtshofes im sogenannten Alsfeld-Urteil 1:1 in die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs einfließen muss, damit die Neuregelung verfassungskonform und Bestand hat. Zweitens. Wir haben zugesagt, dass wir bis zur Sommerpause 2016 die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs auf den Weg bringen und abschließend hier in diesem Hause beraten, damit die Kommunen für das Haushaltsjahr 2016 Planungssicherheit haben. Wir werden dies in dieser Woche auch tatsächlich so umsetzen. Wir haben bei der Neufassung des Kommunalen Finanzausgleichs von Beginn an auf Dialog gesetzt. Wir haben konstruktive Vorschläge erörtert und vorgetragene Argumente gründlich abgewogen. Ich will hier an dieser Stelle anfügen, dass ich allen, insbesondere den Kommunalen Spitzenverbänden, die sich an der Diskussion und bei der Erarbeitung des Gesetzes beteiligt haben, ein herzliches Dankeschön sagen will für ihre Bereitschaft, gemeinsam mit uns an diesem Gesetzentwurf zu arbeiten. Und im Laufe des Reformprozesses haben wir zahlreiche Anregungen aufgegriffen und in das Gesetz hineingeschrieben. Und die will ich, da wir am Ende der Beratungen sind, noch einmal nennen, um deutlich zu machen, dass wir den Dialog und die Zusage, Argumente zu prüfen und auch in das Gesetz zu bringen, umgesetzt haben. Wir haben auf Hinweis der Kommunen uns mit der Frage der besonderen Belastungen im sozialen Bereich beschäftigt und im Gesetz einen Ergänzungsansatz in der Größenordnung von 15 Millionen € stehen. Die Solidaritätsumlage war einer der Punkte, die umstritten waren und immer noch sind. Auch dort haben wir auf Anregung der kommunalen Familie bei der Erhebung der Solidaritätsumlage einen gestuften Tarif eingeführt. Wir haben gesagt, es wird nicht vom ersten Cent an 25% erhoben, sondern zunächst nur ein Satz von 15% und erst später einen von 25%. Eine Anregung der kommunalen Familie, die wir umgesetzt haben. Wir haben
bei der Schließung der Hebesatzdifferenzen bei den Sonderstatusstätten auf die kommunale Familie gehört und haben das dort abgemildert mit der Zusage, dass der Hessische Rechnungshof gebeten wird, diese Hebesatzdifferenzen zu untersuchen und uns aufgrund seiner Untersuchung einen Zielwert vorzugeben, wo am Ende der Hebesatz für die Sonderstatusstätte sein soll. Wir haben, auch das wurde an uns herangetragen, einen Ergänzungsansatz für die großen Grundzentren mit 15.000 bis 50.000 Einwohnern eingeführt. Der Ergänzungsansatz beträgt 2 Prozentpunkte. Für die Kommunen im ländlichen Raum haben wir einen Ergänzungsansatz von 3 Prozent eingeführt und damit das fortgeführt, was im alten KFA ja bereits Bestand hatte und im Gesetz war. Zusätzlich, weil auch das an uns herangetragen wurde und wir das Problem erkannt haben, haben wir einen für kleine Kommunen außerhalb des ländlichen Raumes. Da gibt es einige, die aufgrund ihrer geografischen Lage zwar sich selbst als ländlicher Raum fühlen und sicher auch ländlicher Raum ist, aber in der Systematik eben dem Verdichtungsraum zugeordnet sind, haben wir diese kleinen Kommunen bis 7.500 außerhalb des ländlichen Raumes auch den Ergänzungsansatz von 3 Prozentpunkten wie für den ländlichen Raum eingeführt. Ich glaube, diese Beispiele zeigen, das haben wir im Vorfeld der ersten Lesung bereits mit den Kommunalen erarbeitet und in dem Gesetzentwurf drin. Das zeigt, dass wir sehr wohl auf die Anregungen, auf die Befürchtungen, auf die kritischen Anmerkungen aller Beteiligten Rücksicht genommen haben und die Punkte entsprechend im Gesetzentwurf eingebaut haben. Bei der ersten Lesung und bei der letzten Diskussion im letzten Plenum, wo man ja eine erste Auswertung der Anhörung hier im Hessischen Landtag vorgenommen haben, haben wir ja schon versprochen, dass wir auch das, was in der Anhörung uns vorgetragen wird, sehr kritisch uns noch einmal ansehen und die notwendigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Das Ergebnis ist, dass es weitere Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden gegeben hat und wir in Auswertung der Anhörung und im Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart haben, dass die angesprochenen Mittel für den Soziallastenausgleich der Größenordnung von 15 Millionen € um weitere 5 Millionen € erhöht werden. Wir haben die sogenannte Drittellösung geändert und beteiligen jetzt die Kommunen an dem Zuwachs des Stabilitätsansatzes. In Klammer, die erwarteten Steuermehreinnahmen kommen zu 50 Prozent den Kommunen zugute und nicht mehr zu 33 Prozent. Und gleichzeitig bilden wir aus den restlichen 50 Prozent eine Rücklage von 25 Prozent, die ebenfalls den Kommunen zugutekommt und als Rücklage für schlechtere Zeiten dient, also für Zeiten, in denen die Steuereinnahmen nicht so sprudeln wie erwartet, damit wir die Kommunen auch in diesen Situationen angemessen und fair ausstatten können. Und nur 25 Prozent dieses Zuwachses verbleiben beim Land und fließen in den Landeshaushalt. Und schließlich und endlich, auch das war eine Diskussion bis zum Ende, haben wir vereinbart, dass Bundesmittel und Mittel Dritter vollständig an die Kommunen weitergeleitet werden. Diese Mittel werden nicht zu einer Absenkung der Verstetigungsgröße führen, sondern sie werden eins zu eins weitergeleitet und verbessern damit die Ausstattung der kommunalen Familie. Und dass dies ein Punkt war, den wir auch in der Vergangenheit schon berücksichtigt hatten, können Sie daran sehen, dass wir von Beginn an gesagt haben,
dass die Mittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes in der Größenordnung von 315 Millionen € nicht bei dem Kommunalen Finanzausgleich angerechnet werden, sondern den Kommunen 1:1 zur Verfügung gestellt werden. Das gilt mit der jetzt getroffenen Regelung auch für zukünftige finanzielle Mittel, die vom Bund oder von Dritten zur Verfügung gestellt werden. Ich denke da insbesondere an die Eingliederungshilfe und die Kosten der Unterkunft, wo ja ab 2018 der Bund zugesagt hat, diese Mittel zu übernehmen. Das bedeutet eine weitere Entlastung von 350 Millionen € für die Kommunen. Und schließlich und endlich, das ist eine sehr technische Frage, die aber große Auswirkungen hat, haben wir den Eintaktwert für den Kommunalen Finanzausgleich 2016 um 60 Millionen € erhöht. Nicht so, wie es ursprünglich vorgesehen war im Zusammenhang mit dem Übergangsfonds, das aus der Größe herausgenommen, sondern 60 Millionen € bleiben drin. Das verbessert auch für die Zukunft die finanzielle Situation und die Zuwächse innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs. Und schließlich und endlich, weil es angesprochen wurde, haben wir mit den Kommunalen Spitzenverbänden vereinbart, dass die Frage der Pauschalen für Asyl und Flüchtlinge nicht beim Kommunalen Finanzausgleich behandelt werden, sondern außerhalb. Und wir haben zugesagt, dass die Angemessenheit der Pauschalen nach § 7 Landesaufnahmegesetz noch in diesem Jahr überprüft werden, weil es dort, das ist der entscheidende Punkt, auch aus unserer Sicht, einen monetären Handlungsbedarf gibt. Auch diesen Punkt werden wir im Laufe dieses Jahres noch umsetzen. Und am Strich, alle diese Änderungen und Dinge, die ich vorgetragen habe, dazu geführt, dass die kommunalen Spitzenverbände, der Finanzminister und die beiden Regierungsfraktionen gemeinsam festgestellt haben, dass der Gesetzentwurf, so wie er jetzt vorliegt, ein vertretbarer Kompromiss für alle ist. Und ich glaube und bin mir sicher, wenn man zu Beginn der Diskussion vor 2 Jahren nach dem Alsfeld-Urteil und in den vergangenen 2 Jahren gesagt hätten, dass dies das Ergebnis der Beratungen wird, dass ein vertretbarer Kompromiss zustande kommt, dann hätten einige Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus es in den Bereich der Fabeln versetzt und zu Fabeln erklärt. Ich stelle fest, es ist gelungen. Und ich will auch wenigstens noch über 2 Punkte sprechen, die nach wie vor umstritten sind, die aber auch in dem Gespräch mit den Kommunalen Spitzenverbänden nicht die entscheidende Rolle gespielt haben. Das eine ist die Frage der Nivellierungshebesätze. Und da ist das, was die Kollegen von der FDP in ihrem Antrag geschrieben haben, aus unserer Sicht nicht korrekt. Die Nivellierungshebesätze, so wie sie im Gesetz stehen, sind die durchschnittlichen Hebesätze der Kommunen in Hessen im ersten Halbjahr 2014. Im ersten Halbjahr 2014, weil das der Beginn der Diskussion über die Frage der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs war im Jahr 2014, um genau eine Steuererhöhungsspirale nicht zu provozieren, haben wir diese Durchschnittswerte genommen. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass wir diese Durchschnittswerte in dem Gesetz für 5 Jahre festgeschrieben haben. Das heißt, weitere Steuererhöhungen werden auf die Frage der Nivellierungshebesätze keine Anwendung finden. Und auch das steht in Ihrem Antrag, dass das das Ergebnis wäre, was nicht korrekt ist. Die Senkung der Kreisumlage haben wir ebenfalls für das Jahr 2016 in den Gesetzentwurf festgeschrieben, um eben genau den Effekt, den die FDP befürchtet, nicht zu erhalten. Wir wissen, dass ohne diese Regelung und ohne die Senkung der Kreisumlage eben genau die Kreise, die Hauptprofiteure der Frage der Nivellierungshebesätze wären.
Mit der von uns getroffenen Regelung wird die Kreisumlage für das Jahr 2016 festgeschrieben, mit dem Ergebnis, dass die Kommunen von den Nivellierungshebesätzen, wenn sie sie denn so erheben, auch profitieren. Und schließlich und endlich, auch das will ich nicht verschweigen, ist die Frage der Abundanzumlage ein kritischer Punkt. Da verweise ich schlicht und einfach noch einmal auf das Staatsgerichtshofurteil, in dem gesagt wird, dass es den Gedanken der interkommunalen Solidarität gibt und dass es eine solidargemeinschaftliche Mitverantwortung für die Existenz der übrigen Kommunen gibt, für die steuerstarken Kommunen. Das ist der Grund, warum wir die Abundanzumlage nach wie vor im Gesetz stehen haben. Zusammengefasst, wir haben von Anfang an versprochen, dass wir bis zum Ende der Beratungen gesprächsbereit sind. Das haben wir gehalten. Wir haben mit den kommunalen Spitzenverbänden einen vertretbaren Kompromiss erreicht. Das war unser Ziel, und dieses Ziel haben wir erreicht. Vielen Dank. Danke, Herr Schork. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Schmidt das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches, der Gesetzentwurf, den wir in zweiter Lesung heute beraten, ist und bleibt kommunalfeindlich. Das ist das nüchterne Fazit, das man ziehen muss. Viele Kommunalpolitiker aller Couleur haben große Hoffnungen auf die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches gesetzt. Sie sind immer davon ausgegangen, dass es Ihnen nach dem Alsfeld-Urteil besser gehen wird, dass Ihre Kommune besser finanziell ausgestattet wird. Aber Sie sind fürchterlich enttäuscht. Und diesen Verdruss, meine Damen und Herren, hat Schwarz-Grün mit einem Gesetzentwurf verursacht, dessen Ergebnis von vornherein festgestanden hat. Von Anfang an war es Ziel dieser Landesregierung, den Kommunen nicht die erforderlichen Mittel bereitzustellen, sondern Landesinteresse deutlich vor kommunalen Interessen zu stellen. Mit viel Getöse, mit vielen, vielen, vielen Rechenoperationen, ja, und auch mit vielen Gesprächsrunden wurde dieses Ziel übertüncht. Herr Kollege, ich weiß ja, Sie haben ja eine Denkerstirn, aber das sieht man mal wieder, wie der äußere Eindruck dann doch täuschen kann, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, das alles war von vornherein, diese ganzen Gespräche, Bürgermeisterdienstverstellung, kommunalpolitischen Runden, die waren von vornherein als Täuschungsmanöver angelegt. Und wenn eben der Kollege Schork von Fabel geredet hat, da muss man in der Tat sagen, das Wort fabelhaft hat da eine besondere Bedeutung. Die Wahrheit ist, und da reden wir nicht von Fabeln, sondern die Wahrheit ist, dass das neue Recht im Vergleich zum KFA vor dem KFA-Recht vor 2011 die Kommunen schlechter stellt. Sie werden um 500 Millionen € schlechter gestellt mit der Neuordnung des KFAs, als die Rechtslage im Jahre 2011, vor 2011 war, meine Damen und Herren. Das ist die nüchterne Feststellung. Und so ist es ja auch kein Wunder, dass Hunderte von Bürgermeistern, wirklich Hunderte von Bürgermeistern, die Aktion „Jetzt nehmen Sie auch noch unser letztes Hemd“ gestartet haben. Damit ist, ob das besonders geckig ist, weiß ich nicht. Da haben Sie ja mit dem Zwischenruf vielleicht recht. Aber es ist dramatisch, meine Damen und Herren, dass Bürgermeister in Hessen demonstrieren müssen und zu einer solchen Aktion greifen müssen. Das ist doch das Dramatische an diesem Vorgang. Und da geht es übrigens nicht um das Hemd des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin, sondern Sie wollen damit dokumentieren, dass es den
ja, Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen immer schlechter geht. Und angesichts der Erhöhung der kommunalen Steuern und Gebühren, Hintergrund war ja auch das, was der Kollege Warnecke angefragt hat, von 370 Millionen € in 4 Jahren. In dieser Höhe, 370 Millionen € wurden die kommunalen Steuern und Gebühren in den vergangenen 4 Jahren angehoben. Und ich glaube, deswegen ist der Protest, meine Damen und Herren, den die Bürgermeister führen und sagen, jetzt wird uns auch noch unser letztes Hemd genommen, glaube ich, berechtigt. Er wird wenigstens durch Zahlen unterlegt. Meine Damen und Herren, Herr Schork hat es jetzt auch wieder versucht, indem Sie die Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung und den Regierungsfraktionen so als Zustimmung zur KfA-Neuordnung umdefinieren, handeln Sie, das wissen Sie ja, wieder besseres Wissen. Es gibt, ich kenne gar keinen, zeigen Sie mir mal einen Kommunalvertreter, am besten einen von der CDU, der sagt, dass diese Reform gelungen und gut ist. Ich kenne keinen einen. Ich weiß nicht, ich könnte gerne mir Namen nennen. Ich bin bereit, die handschriftlich sozusagen aufzuschreiben. Die Schreibarbeit würde ich tun. Ich glaube, ich habe nicht viel zu tun, meine Damen und Herren. Auch nach der Vereinbarung hat es Proteste gegen diese Reform gegeben und Erklärungen gehagelt, in denen Klagen gegen die Landesregierung bzw. gegen das Gesetz und damit die Landesregierung angekündigt wurden. Und die lassen sich auch nicht irre machen, meine Damen und Herren. Die wissen sehr wohl, was diese Neuordnung des KfA bedeutet. Und ein erpresster Kompromiss ersetzt keine faire Auseinandersetzung und Behandlung auf Augenhöhe. Etwas weniger kommunalfeindlich bleibt immer noch kommunalfeindlich. So hätte man eigentlich diese Vereinbarung überschreiben müssen. Dass den Kommunen gedachte Bundesmittel ungeschmälert an die Kommunen zufließen, weitergegeben werden und nicht gleichzeitig wieder abgezogen wird, ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir in Hessen darüber streiten müssen, dass es eine Vereinbarung zwischen Spitzenverbänden und Landesregierung über diese Frage sozusagen notwendig ist. Das zeigt doch das Ausmaß an schwarz-grüner Kommunalfeindlichkeit. Dass es eine Vereinbarung für Selbstverständlichkeiten bedarf, das ist, glaube ich, ein Zustand und auch ein zerrüttetes Verhältnis zwischen kommunaler Seite und Landesregierung, das eigentlich Sie zum Nachdenken führen müsste, Herr Minister und auch Herrn Ministerpräsidenten. Und man kann das ja einfach sagen zu der Frage Erpressung oder nicht. Ich habe das Bild geprägt. Wenn Einbrecher die Hälfte der Beute gegen das Versprechen der Opfer zurückgeben, auf eine Klage zu verzichten, dann ist wirklich der Einbrecher ist eine Landesregierung, die 350 Millionen € im kommunalen Finanzausgleich, die 350 Millionen € im kommunalen Finanzausgleich rausgenommen hat und jetzt noch einmal 500 Millionen € absenkt im Vergleich zur Gesetzeslage vor 2011. Deswegen ist das ein finanzieller Einbruch, und es stellt auch sozusagen dann auch die Opfer so dar. Und deswegen gehört und den kommunalen Opfern unser Mitgefühl. Und dass diese kommunalen Opfer, vertreten durch die Spitzenverbände, dann lieber den halben Spatz in die Hand nehmen als die Taube auf dem Dach, dafür habe ich sogar ein gewisses Verständnis, meine Damen und Herren. Ja, es ist so. Und Herr Schork hat gesagt, es wurde an uns herangetragen, und wir haben ja einiges korrigiert. Das Wort Peanuts ist, weiß ich, sozusagen belastet und verpönt. Deswegen würde ich sagen, das, was Sie da vorgetragen haben, dabei handelt es sich um Erdnusssplitter. Aber um mehr nicht, meine Damen und Herren. Wirklich um mehr nicht. Wenn Sie jetzt 5 Millionen € mehr in die Sozialhilfelastenausgleich geben, 5 Millionen Euro, dann ist das nicht einmal das Defizit, das alleine die Stadt Offenbach in diesem Bereich zu erledigen hat, meine Damen und Herren. Damit wird klar, und Sie verteilen da 0,12% der Mittel im KfA neu und wollen sich dafür gelobt wissen. Das ist doch lächerlich. Das ist doch wirklich nur noch lächerlich. Meine Damen und Herren, auch nach der Vereinbarung über den halben Spatz bleibt unsere Feststellung, dass zentrale Mängel in diesem Gesetzentwurf bleiben und dass die SPD deshalb diesem Gesetz nicht zustimmen wird, dass sie es ablehnen wird. Ich will die schlimmsten Mängel benennen. Erstens. Das gewählte Korridormodell zur Bedarfsberechnung ist willkürlich.
Selbst der eigene Gutachter hat auf eine Nachfrage, ich glaube, es war vom Kollegen Hahn gesagt, man hätte den Korridor auch ganz anders wählen können. Ich glaube, das ist unstreitig. Der Kollege von Neuen war es. Entschuldigung. Ich hoffe, dass es jetzt keine zu starke sozusagen jetzt Verwechslungsgefahr gibt. Künstlich, meine Damen und Herren, wurde der kommunale Mindestbedarf durch die Landesregierung heruntergerechnet, und so fehlen alleine 900 Millionen € den hessischen Kommunen zur Erledigung ihrer Pflichtaufgaben. 900 Millionen € wurde der Bedarf heruntergerechnet. Und das umstrittene Korridormodell zur Bedarfsberechnung nicht im Gesetzestext steht, sondern nur in der Gesetzesbegründung, ist eine weitere Entmündigung des Parlaments. Das muss man mal nüchtern feststellen. Es wurde wohl so gewählt, um eine Normenkontrollklage zu erschweren. Ich glaube aber nicht, meine Damen und Herren, dass mit diesem juristischen Trick Schwarz-Grün am Ende Erfolg haben wird. Zweiter zentraler Kritikpunkt. Mit dem Abkoppeln der Kommunen von den Steuerzuwächsen nehmen Sie unseren Kommunen Perspektive. Sie nehmen Perspektive. Auch die jetzige Änderung, die Herr Schork stolz vorgetragen hat, die jetzt die Hälfte statt ein Drittel des Steuerzuwachses von unter 1 % den Kommunen zuführt, ist aus unserer Sicht völlig inakzeptabel. Und damit kommen wir zum dritten wichtigen Kritikpunkt, nämlich dem Verstoß gegen den Grundsatz der Verteilungssymmetrie. Der ist dem Land untersagt, seinen eigenen finanziellen Spielraum im Vergleich zu den kommunalen Haushalten zu bevorzugen. Denn, meine Damen und Herren, das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Landesstraßen haben keinen Vorrang gegenüber kommunalen Straßen nach unserer Verfassung. Es gibt keinen Vorrang, dass Landesstraßen wichtiger sind per se als kommunale Straßen. Und die Polizei auf Landesebene ist auch nicht wichtiger als ein gut funktionierendes Ordnungsamt oder eine gut funktionierende Meldebehörde. Und es gibt auch keinen Vorrang von Landesausgaben im Umweltbereich vor denen örtlichen Natur- und Landschaftsschutz. Diesen Vorrang gibt es nicht. Das ist völlig klar. Sondern da muss eine Symmetrie hergestellt werden zwischen den Landes- und den kommunalen Aufgaben. Da muss Balance hergestellt werden. Und Sie haben nicht einmal diese Abwägung im Gesetzestext, in der Gesetzesbegründung vorgenommen. Ich bin mal gespannt, wie dieses auch am Ende bewertet wird. Viertens ist die unvollständige finanzkraftunabhängige Berücksichtigung von Konnexitätsfällen festzustellen. Und das wird insbesondere, glaube ich, bei der U3-Betreuung deutlich. Man muss nicht alles sozusagen Konnexitätsfälle in Gesetzen, speziellen Gesetzen regeln. Man kann es auch im KFA regeln. Aber dann müssen Sie sozusagen es so regeln, dass finanzkraftunabhängig die erforderlichen Mittel, z.B. hier für die U3-Betreuung oder für andere Bereiche, zufließen. Und das erfolgt nicht. Das wird ein Punkt sein, über den man sicherlich noch einmal diskutieren wird. Fünftens ist eine viele Kommunen überfordernde Solidaritätsumlage vorgesehen, und sie ist verfassungsrechtlich höchst problematisch. Sie muss gestrichen werden. Mit der im Gesetzentwurf eingeführten Solidaritätsumlage werden betroffene Kommunen überfordert. In der Anhörung wurde vorgetragen, dass, und haben betroffene Kommunen erläutert, dass sie, wenn diese Umlage kommt, z.B. die Stadt Gernsheim, Wahlkreis von Herrn Schork, dass z.B. die Stadt Gernsheim damit in das Defizit rutschen wird. Sie werden 3 Millionen €, Sie haben jetzt einen ausgeglichenen Haushalt, Sie werden 3 Millionen € künftig Defizit haben. Oder die Stadt Schwalbach, meine Damen und Herren, da wird es hochinteressant. Die Stadt Schwalbach hat vorgetragen, dass sie sogar, die hat heute schon ein Defizit als angeblich reiche Kommune, die hat heute schon ein Defizit, und sie wird dann nicht einmal mehr ihre Pflichtaufgaben leisten können, wenn sie diese Umlage leisten muss. Und deswegen muss ich Ihnen sagen, auch da, dieses können wir nicht mittragen, und das wird sicherlich ein Angriffspunkt sein. Und 35 Kommunen oder 32 Kommunen haben ja schon angekündigt, dass sie wahrscheinlich klagen werden. Sechstens ist der Investitionsbedarf im Gesetzentwurf völlig unzureichend behandelt. Die hessischen Kommunen haben einen erheblichen Investitionsbedarf, dessen Deckung durch eine besondere Finanzierung gewährleistet werden muss. Deswegen haben wir auch einen entsprechenden Änderungsantrag gestellt. Und die durch die Landesregierung vorgenommene Bedarfsberechnung ist nur an Ist-Aufgaben
orientiert. Deswegen sind unterlassene Investitionen in den letzten Jahren unterlassene Investitionen gar nicht drin. Die heutige Untersuchung, die der DGB vorgestellt hat, und die heutige Umfrage von HR über den kommunalen Bedarf bei Straßen, 700 Millionen ist die Rede davon, findet überhaupt keine Berücksichtigung in diesem Gesetzentwurf. Kein Cent, Herr Minister, kein Cent von den 700 Millionen Euro, die der HR heute festgestellt hat, und da geht es nur um kreisfreie Städte und Landkreise, die Kommunen, nicht mal die Straßen, nicht einmal von allen Kommunen, wird 700 Millionen Euro hochgerechnet für die nächsten Jahre. Kein Cent davon ist berücksichtigt im Bedarf der Landesregierung. Und Sie müssen eines wissen, sind nur die Ist-Ausgaben vorgesehen. In den vergangenen Jahren sind die Investitionen auf der kommunalen Ebene in Hessen aus der Finanznot um ein Drittel abgesenkt worden. 750 Millionen Euro geringer als vor 4 Jahren. Ich glaube, das macht auch der Systemfehler dieses Gesetzentwurfs deutlich. Deswegen komme ich und habe noch eine Minute. Deswegen, meine Damen und Herren, der Entwurf muss in wichtigen Punkten geändert werden. Wir hatten entsprechende Änderungsanträge eingebracht. Diese wurden von CDU und GRÜNEN abgelehnt. Aber ohne diese Änderungen ist der Gesetzentwurf kommunalfeindlich und auch rechtlich angreifbar. Meine Damen und Herren, deswegen beantrage ich auch für die SPD die dritte Lesung. Und damit, meine Damen und Herren, haben CDU und GRÜNE jetzt 48 Stunden Zeit zum Nachdenken. Ja, Sie lachen. Das ist ja, zeigt ja alles bei Ihnen. Sie haben 48 Stunden Zeit zum Nachdenken, ob Willkür und Erpressung, die richtige und geeignete Grundlage für die Neuordnung der kommunalen Finanzen in Hessen ist, die die nächsten Jahre prägen wird, das Finanzverhältnis zwischen Bund und zwischen Land und den Kommunen in Hessen. Darüber sollten Sie einmal nachdenken. Und, meine Damen und Herren, Herr Schmidt, kommen Sie zum Schluss. Kommen wir sofort. Letzter Satz. Kommt es zu keiner Änderung, droht die Steigerung des schwarzen Tages, von dem mein Fraktionsvorsitzender gesprochen hat, nämlich ein schwarz-grüner Tag für die hessischen Kommunen. Und damit ist die Rolle der GRÜNEN in diesem Trauerspiel für die hessischen Kommunen angemessen gewürdigt. Herzlichen Dank. Danke, Herr Schmidt. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Ihr Vorsitzender, Herr van Ooyen, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin ja etwas erleichtert nach der Rede von Norbert Schmidt, weil eigentlich bin ich es ja gewohnt, aber diesmal finde ich es doch bemerkenswert. Heute bin ich der einzige Redner, der hier eine Fraktion vertritt, die diesen Gesetzentwurf bereits in der letzten Woche im Haushaltsausschuss abgelehnt hat. Weder FDP noch SPD haben im Haushaltsausschuss gegen diesen Gesetzentwurf der Landesregierung zur Reform der kommunalen Finanzen abgestimmt. Und das, obwohl die Regierungsfraktionen alle Änderungsanträge der Opposition geschlossen abgelehnt hatten. Schwarz-Grün hat hier noch einmal deutlich gemacht, was der neue Stil dieser Koalition ist. Denn sie haben sogar Änderungsanträge abgelehnt, die sie dann aber selbst wortgleich eingebracht haben. Dreimal haben die Regierungsfraktionen geschafft, eine Änderung des Gesetzes abzulehnen, bei der es schlicht darum geht, dass die Kommunen das Geld, was der Bund ihnen ausdrücklich zugestehen wollte, auch tatsächlich bekommen. Denn genau das haben alle drei Oppositionsfraktionen wortgleich beantragt. Wer nun denkt, dass diese Änderungen am Gesetz nicht vorgenommen wurden, der irrt. Die Damen und Herren der CDU und GRÜNEN bringen es fertig, es dreimal hintereinander abzulehnen und die Formulierung im Haushaltsausschuss dann wortgleich wieder einzubringen und schließlich sogar zu beschließen. Offensichtlich fällt es der Regierungsfraktion oder den Regierungsfraktionen schwer, ihr Demokratieverständnis zu erweitern und sachlich die Verbesserungsvorschläge der Opposition zu berücksichtigen.
Und bevor jetzt wieder jemand aus der CDU-Fraktion darauf hinweist, dass Sie selbst Änderungsanträge dann ablehnen, wenn sie gut sind, nur weil sie von den LINKEN kommen, möchte ich daran erinnern, dass ich sogar als Alternative eine Miteinbeziehung des FDP-Antrages vorgeschlagen hatte. Aber selbst das schaffen Sie nicht. Das ist der neue Stil dieser Landesregierung. Wie gesagt, vor diesem Hintergrund bin ich erstaunt, dass wir die einzige Fraktion waren, die diesen Gesetzentwurf im Haushaltsausschuss abgelehnt hat. Umso mehr hat es mich natürlich gefreut, als ich gestern in der Frankfurter Neuen Presse und heute in der FAZ lesen konnte, dass der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Thorsten Schäfer-Gümbel, auf dem Parteitag am Wochenende von politischer Erpressung der Kommunen sprach und erklärte, wir lehnen den Finanzausgleich ab, weil er den sozialen Zusammenhalt der Kommunen in Hessen gefährdet. Ich gehe also einmal davon aus, dass das Wort des SPD-Vorsitzenden ein gewisses Gewicht hat und die SPD-Fraktion ihr Abstimmungsverhalten noch einmal überdenkt. Denn auch wenn die Regierungskoalition einige Änderungen vorgenommen hat, darauf wurde hingewiesen, wird aus dem schlechten Gesetzentwurf eben noch lange kein guter. Es gilt für unsere Fraktion, was Thorsten Schäfer-Gümbel gesagt hat, wir lehnen den Finanzausgleich ab, weil er den sozialen Zusammenhalt in Hessen gefährdet. Daran ändert sich auch nichts, nur weil es zu einigen Änderungen gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden gekommen ist. Was sollen die auch anderes tun, als in dem Gesetzentwurf Änderungen zu fordern und diese irgendwie möglich auch noch durchzusetzen? Auch die Euro-Verhandlungen zu Griechenland sind nach einem ähnlichen Prinzip abgelaufen. So ist es auch vor allem das Verdienst der Kommunalen Spitzenverbände, die Druck gemacht haben. Nur durch öffentlichen Druck ist es in Hessen möglich, dass die Kommunen Geld vom Bund bekommen, die extra für sie gedacht waren. Und nur durch diesen Druck ist es auch überhaupt möglich, dass man einmal darüber redet, dass die Mittel für die Unterbringung von geflüchteten Menschen erhöht werden. Und all die kleinen, durchaus positiven Änderungen an dem nach wie vor schlechten Gesetz sind doch nur zustande gekommen, weil viele Kommunen hier protestiert haben. Dass nun die Kommunalen Spitzenverbände froh sind, bei dieser Landesregierung überhaupt etwas erreicht zu haben, kann ich verstehen. Das ist aber eben noch lange kein Grund, sich bei diesem Gesetz der Stimme zu enthalten. Denn es reicht nicht, das Kernproblem dieser KFA-Reform, über die wir sprechen, sind nicht die vielen Detailfragen, über die man sich wahrscheinlich einigen könnte. Okay, demnächst vorher. Das Problem besteht darin, dass die Absicht der Regierung war und ist, den Kommunen nicht mehr Geld zu geben, als ihnen nach dem alten System zugestehen würde, damit schon gar nicht genug, damit sie ihre Freiwilligen- und Pflichtaufgaben auch wirklich erfüllen können. Im Gesetz ist doch bereits vom Vorverfahren angelegt, dass der Finanzbedarf der Kommunen praktisch niemals so hoch angesetzt würde, dass allein die Kosten für die Pflichtaufgaben der Kommunen vollständig gedeckt werden. Gestern erreichte mich eine Resolution der Kreisversammlung Groß-Gerau, Herr Schork, Groß-Gerau. Darin beschreiben Sie das Problem der Kommunen. Ich zitiere, im Rahmen der Ermittlungen der finanziellen Mindestausstattung erkennt das Land ca. 9% der tatsächlichen Ausgaben der Kommunen, das heißt rund 1 Milliarde oder 900 Millionen hat der Kollege Schmidt gesagt, nicht als Bedarf an. Das sogenannte Korridormodell unterstellt hohen Aufgaben eine Unwirtschaftlichkeit, die durch nichts belegt sei. Dabei will ich mich gar nicht darüber streiten, ob der Staatsgerichtshof eines Tages dieses Verfahren für verfassungswidrig erklären wird. Denn das haben wir, und nicht wir, sondern tatsächlich allein der Staatsgerichtshof, zu entscheiden. Worum es mir geht, ist, dass die Landesregierung den Kommunen einfach unterstellt, sie würden unwirtschaftlich mit den Mitteln der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler umgehen. Und das ist im Kern die Frechheit, um die es geht. Bei diesem Verfahren werden die Ausgaben der Kommunen allein schon als unwirtschaftlich angesehen, wenn sie höher sind als im Durchschnitt aller Kommunen. Dabei tun sie so, als sei das ein vernünftiger Maßstab, um festzustellen, ob die Kommunen Geld verschwenden oder nicht.
Es kann aber sehr gute Gründe dafür geben, dass eine Kommune für die Erfüllung einer Pflichtaufgabe mehr Geld ausgeben muss als der Durchschnitt. Und so sehr ich immer für Gleichheit bin, diese Art der Gleichmacherei auf Kosten der Menschen in den Kommunen lehne ich ab. Ich fordere die Landesregierung auf, dass sie dieses Korridorverfahren noch einmal gründlich verändert. Denn hier liegt die Antwort auf die Frage, ob die Kommunen ab 2016 genügend Geld haben werden, um ihre Aufgaben zu erfüllen, oder ob Hessen sich als eines der reichsten Bundesländer auch wieder die ärmsten Kommunen leisten will. Unser Vorschlag ist daher, dass die Landesregierung das Korridormodell so anpasst, dass die Pflichtaufgaben der Kommunen zu 100% finanziert werden. Pflichtaufgaben sind Aufgaben, die von den Kommunen in jedem Fall erfüllt werden müssen, weil sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Es ist also nur konsequent, wenn das Land als Landesgesetzgeber auch dafür sorgt, dass die Kommunen für diese Aufgaben auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen. Das ist die Forderung des Artikels 137 unserer Verfassung. Diese Verfassung steht seit der Schuldenbremse zweimalig zu dem Artikel 137. Deshalb drängen auch die Kommunen darauf, dass die auskömmliche Finanzierung gesetzliche Grundlagen wird. Wie gesagt, es braucht dazu nicht einmal eine Änderung des Gesetzentwurfs, um diese Anpassung durchzuführen. Herr Dr. Schäfer, das Korridorverfahren haben Sie ja noch nicht einmal, wie gesagt, im Gesetz ausformuliert. Im Prinzip wissen wir also heute gar nicht, wie das am Ende aussehen wird. Weshalb fordere ich Sie auf, dieses Korridorverfahren auf dem Wege der Verordnungen zu korrigieren. Wir brauchen Kommunen, in denen endlich wieder Politik gestaltet werden kann und nicht nur darüber entschieden werden darf, in welcher Reihenfolge die nächsten Zumutungen auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen. Und dazu leistet dieses Gesetz keinen Beitrag, weil es die grundständige Finanzierung der Kommunen nicht sichert. Die Kommunen brauchen mehr Geld für dringend anstehende Investitionen. Die öffentliche Infrastruktur darf nicht zu Schrott gemacht werden. Und da bringt es eben auch nichts, wenn die Landesregierung einen stärkeren Ausgleich zwischen den Kommunen herstellen will. Ich habe gar nichts dagegen, dass man die Einnahmen zwischen Kommunen mit besonders hohen und besonders niedrigen Einnahmen ausgleicht, auch stärker als bisher. Eine Haltung, über die wir uns ja noch beim Länderfinanzausgleich immer wieder streiten. Aber es reicht eben nicht, unzureichende Mittel unter den Kommunen auszugleichen. Hier geht es eben darum, festzulegen, wie groß das Stück Kuchen ist, das die einzelnen Kommunen abbekommen dürfen. Hier geht es mir aber um die ganze Bäckerei. Die Kommunen brauchen flächendeckend dauerhaft mehr Geld. Das gilt eben auch für solche Kommunen, die vermeintlich hohe Einnahmen haben. Die wollen wir nicht zur Haftung dafür nehmen, dass die Landesregierung versucht, den eigenen Landeshaushalt zu sanieren, indem sie den Kommunen mehr Aufgaben zuweist, als sie bereit ist, auch zu finanzieren. Wir fordern daher mehr Geld für die Kommunen vom Land und auf der Grundlage einer kostendeckenden Finanzierung der Kommunen auch einen gerechten Ausgleich zwischen den Kommunen. Das alles sehen wir in diesem Gesetzentwurf gerade nicht. Und deshalb werden wir ihn ablehnen. Vielleicht wird sich die eine oder andere Fraktion in diesem Hause ja diesem Votum noch anschließen, spätestens in der dritten Lesung. Vielen Dank. Danke, Herr van Hooyen. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Hahn das Wort. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, man merkt so ein bisschen an der Debatte, in dem Stil der Debatte, dass die Kämpfe ein bisschen müde geworden sind. Es liegt vielleicht, lieber Herr Schork, lieber Herr van Hooyen und andere, daran, dass wir im letzten halben, dreiviertel Jahr eigentlich wenig anderes gemacht haben, als uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Man merkt es, dass die Empathie, die den ein oder anderen Redebeitrag der Regierungskoalition und der Landesregierung ausgemacht hat, bisher jedenfalls an diesem Pult noch nicht gesprüht ist. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass sowohl die Fraktion der GRÜNEN
hinter der FDP reden möchte und natürlich dann der Minister es in einer Souveränität noch einmal versucht zu problematisieren. Ich sage ganz bewusst am Anfang für die Freien Demokraten, das, was in den letzten knapp zwei Jahren erarbeitet worden ist, ist eine besondere Leistung. Es ist ein vollkommenes Umstellen der Finanzierung unserer Kommunen. Die Kommunen sind ein Teil des Landes Hessen. Da bitte ich auch noch einmal darauf aufmerksam machen zu dürfen, weil manche Strategen ja immer meinen, erklären zu müssen, es gebe einen dreistufigen Aufbau. Das ist falsch. Wir haben es den Kommunen zu verdanken, der Stadt Alsfeld und dem Städte- und Gemeindebund insbesondere, dass der Staatsgerichtshof mit dieser Frage konfrontiert worden ist, und er hat gerichtet. Und dass innerhalb von zwei Jahren ein System umgestellt, theoretisch umgestellt werden kann, das ist eine große Arbeit für diejenigen, natürlich in der hessischen im hessischen Finanzministerium, nicht in der hessischen Finanzverwaltung. Es ist eine große Arbeit der kommunalen Familie, der Spitzen der kommunalen Familie in ihren drei Einrichtungen. Es ist eine große Arbeit, aber auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen in diesem Hause. Und deshalb möchte ich allen zunächst Dank sagen dafür, dass wir trotz, es geht ja um Milliarden, es geht nicht um Peanuts, es geht um Milliarden, und zwar Jahr für Jahr, dass wir dieses in einer sehr angenehmen Atmosphäre austragen konnten. Und dass wir uns jetzt eine dritte Lesung zumuten, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann ich nur dadurch erklären, dass ich nach 28 Jahren Mitgliedschaft im Plenum weiß, manchmal gibt es Rituale, die muss es nicht geben, aber in Gottes Namen, dann gibt es halt am Donnerstag noch einmal einen weniger empathischen Diskussionsbeitrag von uns allen zu diesem Thema. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Freien Demokraten haben von Anbeginn an die Position eingenommen, dass das Modell, das die Landesregierung vorlegt, eine Diskussionsgrundlage dafür ist, um einen fairen und gerechten Finanzausgleich zwischen dem Land auf der einen Seite und den Kommunen sowohl im horizontalen wie auch im vertikalen Bereich auf der anderen Seite bringen kann. Wir haben uns deshalb auch entgegen anderer Fraktionen in diesem Hause von Anbeginn an bemüht, Änderungen an diesem Papier vorzunehmen, und zwar Änderungen nicht nur im Papier, sondern teilweise auch bei den Logiken, die hinter dem Papier stehen. Und auch wenn sich Kollege Kaufmann, als wenn er gerade eine ganz schlechte Droge genommen hätte, in der Haushaltsausschusssitzung am vergangenen Mittwoch aufregte wie verrückt, es war die Freien Demokratische Fraktion in diesem Hause, lieber Herr Kaufmann, die sehr früh schon festgestellt hat, klebrige Landesfinger darf es nicht geben. Klebrige Landesfinger darf es nicht geben. Und deshalb haben wir, und zwar nachdem wir die logische Diskussion oder die Strukturdiskussion gemeinsam noch einmal geführt haben, und man konnte ja, ich kann mich noch erinnern an Thomas Schäfer in Bad Vilbel in meiner Heimatstadt beim Städte- und Gemeindebund im vergangenen Jahr bei der Mitgliederversammlung, wo er vehement auch inhaltlich erklärt hat, dass es eigentlich systemwidrig sei, dass wenn man Bedarfsberechnungen vornimmt, dass es dann Zusatzzahlungen noch zusätzlich zu den Kommunen geben kann. Aber nachdem wir erkannt haben, dass diese, und ich hatte selbst diese Logik zunächst gehabt, lieber Thomas Schäfer, das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Aber als wir dann die Änderungen vorgenommen haben, da hätte man schon ein bisschen frühzeitiger als Landesregierung und auch als die sie tragenden Fraktionen reagieren können. Es war, meine sehr verehrten Damen und Herren, doch letztlich der Faustpfand in der Hand des Finanzministers, dass er sagen kann, ja, okay, liebe Kommunen, liebe kommunalen Spitzenverbände, ich gebe dieses Geld frei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr das Landesgeld gewesen, was er hätte freigeben können. Der Kollege Schmidt hat da bereits ausführlich auch inhaltlich zur Stellung genommen. Warum eigentlich, und das will ich am Ende der Diskussion um den Stil sagen, wieso eigentlich sind die Vertreter der Regierungsfraktionen so dünnhäutig geworden? Wieso sind Sie auch so nicht über der Sache stehend in Ihrer Verhaltensweise gewesen? Herr Fraktionsvorsitzender, Sie waren nicht dabei, als am letzten Mittwoch in der Haushaltsausschusssitzung Ihre Fraktionskollegen gegen
die den Antrag gestimmt haben, dass das Bundesgeld an die Kommunen durchgereicht wird. Es ist doch kindisch, das zu behaupten, nur weil ihr schneller wart, wollt ihr das so und die Einzelabstimmung machen. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten alle Fraktionen in diesem Hause haben festgestellt, dass der Vorschlag der Landesregierung falsch war. Alle Fraktionen in diesem Hause wollten, dass § 9 Absatz 7 dieses Gesetzes geändert wird. Aber dann haben die Fraktionen von CDU und GRÜNEN nicht die Kraft, nicht die Größe, ja nicht den Stil, zu sagen, okay, dann nehmen wir das halt auf die Wortwahl. Er fängt ja schon wieder an. Sehen Sie, es hat ja gar nicht lange gedauert. Da war der Schalter Kaufmann gedrückt, und schon springt er wieder los. Das ist so ein Ritual, Herr Kaufmann. Das geht uns so gegen den Strich. Weil Sie immer meinen, dass Sie alles besser wissen. Nein, Sie wussten es nicht besser. Sie mussten erst den Gesetzentwurf der FDP lesen, um dann festzustellen, dass § 9 Absatz 7 abgeschafft werden muss. Stehen Sie doch einfach dazu. Wo waren Sie denn hier? Wo waren Sie denn hier in der Anhörung, als das z.B. von Herrn Wilkes vorgetragen worden ist? Da gab es genau dieselben etwas überheblichen Bemerkungen von Ihnen gegenüber Herrn Wilkes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir doch mal ganz, ganz entspannt. Alle Fraktionen in diesem Hause wollen nicht, dass § 9 Absatz 7 im Gesetz steht. Ins Gesetz, in den Entwurf hereingeschrieben, hat es die Landesregierung. Ich will daran nur noch einmal erinnern. Wir hätten uns damit gar nicht beschäftigen müssen, hätte es § 9 Absatz 7 in dem Gesetzentwurf der Landesregierung nicht gegeben. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein bisschen mehr Größe, ein bisschen mehr, jawohl, da haben wir einen Fehler gemacht. Kann man doch wirklich auch einmal deutlich machen, nein, es ist nicht geschehen. Ich war, ein weiterer Punkt des Stiles, nicht dabei, als Sie mit den Spitzen der Kommunalen Spitzenverbände verhandelt haben. Ich habe mir natürlich von einigen einiges erzählen lassen. Ich habe mir zum Beispiel erzählen lassen, dass die drei Kommunalen Spitzenverbände in sehr verschiedener Aufstellung erschienen sind. In sehr verschiedener Aufstellung erschienen sind. Also, das muss man ja mal am Pult des Hessischen Landtages sagen. Dass bei einem solchen Gespräch Herr Schelske nicht dabei ist, hätte ich ja nie mehr träumen lassen. Das lag aber sicherlich an der Kommunikation, meine sehr verehrten Damen und Herren, die ganz offensichtlich schon von den Regierungsfraktionen und dem Finanzminister auf der einen Seite mit den Kommunalen Spitzenverbänden durchgeführt worden ist. So wird es mir jedenfalls aus dem Städte- und Gemeindebund übereinstimmend berichtet. Aber los, Sie kommen doch noch einmal, Sie können gerne noch einmal was sagen. Es hilft nichts, wenn Sie reinbrüllen, es ist falsch. Weil dann könnte ich Ihnen sagen, wer alle gesagt hat, es ist richtig. Deshalb gibt es doch keinen Sinn, Herr Schork, jetzt auf die machen wir es noch einmal ein bisschen sachlicher. Deshalb ist meine Frage, stimmt das eigentlich, dass ein Verhandler auf Seiten des Landes relativ frühzeitig erklärt hat, damit eins klar ist, das Geld, was wir zusätzlich noch den Kommunen anbieten, gibt es nur, wenn ihr die Erklärung unterschreibt? Ich würde das gerne mal wissen. Mir ist auch ein Name genannt worden, der das gesagt hat. Aber das will ich jetzt nicht noch als weitere Diskriminierung in den Raum bringen. Ist das wirklich richtig? Wenn das nämlich richtig wäre, oder auch wenn Sie nur das ernsthafte Gefühl haben aufkommen lassen gegenüber den Kommunen, dass es die insgesamt 450 Millionen, nenne ich sie jetzt mal, nur gibt, wenn es auch den Deal gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann verstehe ich ja noch mehr die Verhaltensweise der Kommunen. Dann verstehe ich sie ja noch mehr. Ich kenne ja keinen einzigen kommunalen Spitzenvertreter, der sagt, boah, das war ein guter Deal. Ja. Nicht einen. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie mir noch einige nennen nachher beim Wein bei den evangelischen Kirchen. Da können wir da gerne noch einmal darüber reden. Ich kenne keinen einen. Sondern ich kenne eine Vielzahl von Vertretern, die gesagt haben, also eigentlich war das mit dem Stil ein bisschen rüde. Das war jetzt die Erklärung, die diplomatische Version. Ein bisschen rüde. Aber wir haben es dann trotzdem gemacht, weil das ist dann die Sache mit dem Spatz in der Hand und der Taube auf dem Dach. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und jetzt sage ich noch eins drauf, und das kann ich vielleicht sogar verstehen. Nur feiern Sie bitte diese Vereinbarung mit den Kommunen nicht so hoch. So wie Herr Kollege Schork es eben wieder gesagt hat, das ist ja mit den Kommunen alles abgestimmt worden. Nein, das ist es nicht. Sondern es ist letztlich eine Abwägung gewesen bei den Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände gewesen. Also nennen Sie mir einen, mit dem ich reden kann und fragen kann, Mensch, ich habe das hier im Landtag gesagt, war das richtig oder falsch?
und er dann sagt, das war falsch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb tun Sie nicht so, als wenn das jetzt das Heilige ist. Am Anfang war heilig gewesen bei Thomas Schäfer, er will etwas vorlegen, was verfassungsgemäß ist. Er hat etwas Verfassungsgemäßes vorgelegt, mit Ausnahme unserer Sicht bei der Solidaritätsabgabe. Das andere ist auch anders zu machen. Dann haben wir beim Zweiten gesagt, aber nicht alles das, was Sie vorlegen, Herr Schäfer, ist das einzig Verfassungsgemäße. Nivellierungssätze ist ein Thema, noch viel schöner aber der Thüringer Korridor. Und es war, ich muss es gestehen, Willy van Ooyen, der die Frage gestellt hat an den Vertreter der Landesregierung, an den Wirtschaftsprüfer der Landesregierung, an den fachlichen Vertreter der Landesregierung, kann man den Korridor auch von 70 bis 120 verlegen? Da hat er geantwortet, ja. Der konnte ja auch gar nicht anders antworten, weil als andere Alternative gibt es überhaupt nicht dazu. Aber also da war jetzt auf einmal schon, es ist nicht das einzig Verfassungsmäßige, was Sie vorlegen, Herr Schäfer, sondern es gibt auch noch andere Verfassungsmäßige. Und wenn jetzt die Kommunen, FAZ vom 17.07., Überschrift, reiche Kommunen wollen klagen, dieses machen, dann ist natürlich schon wieder ein schöner Beigeschmack dazu gepackt worden. Wundert mich bei der FAZ. Na ja, vielleicht in den letzten auch nicht mehr so sehr. Reiche Kommunen wollen klagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man hätte auch sagen können, reiche Kommunen wollen klagen, Bindestrich, genau wie das reiche Hessen in Karlsruhe. Und dann wäre wieder ein Schuh draus geworden. Dann wäre wieder ein intellektueller Schuh draus geworden. Und ich lasse es nicht zu, wenn Land auf Land ab erklärt wird, es wäre aber grundsätzlich etwas anderes, was das Land Hessen im Länderfinanzausgleich in Karlsruhe zur Entscheidung hat. Grundsätzlich etwas anderes, habe ich gesagt, Herr Schork. Das ist es nicht. Es ist eine vollkommen Entschuldigung. Wer dann immer da reingeht, Entschuldigung. Bitte um Entschuldigung. Bitte um Entschuldigung. Grundsätzlich etwas anderes ist es nicht, sondern der Grundsatz ist immer der gleiche mit dem schönen Spruch, dass die starken Schultern doch mehr tragen sollen als die schwachen Schultern. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, dagegen haben wir Freie Demokraten überhaupt nichts. Aber dass das Land Hessen zusätzlich noch etwas tragen soll, das halten wir für falsch. Und dass die 33 abundanten Gemeinden in Hessen etwas zusätzlich noch tragen sollen, das halten wir auch für falsch. Und das ist genau im Prinzip her dasselbe. Lassen Sie mich deshalb. Ich will jetzt gar nicht auf die Kreisversammlung Groß-Gerau. Das wäre ganz kleines Karo. Aber Groß-Gerau ist natürlich ein schönes Thema. Ist ja, ja, darauf hinweisen, die Resolution vorgelegt haben, nachdem der Vertrag Gänsefüßchen abgeschlossen worden ist. Ich will Ihnen noch einmal darauf hinweisen, dass die FDP, die Freien Demokraten in diesem Hause, einen Gesetzentwurf vorgelegt haben mit 5 Änderungsanträgen. Die sind in der letzten Woche im Haushaltsausschuss sämtlichst, obwohl das Thema klebrige Finger überall eine richtige Antwort in den Fraktionen hat, abgelehnt worden. Wir haben Ihnen deshalb noch einmal einen Antrag vorgelegt mit insgesamt 7 Punkten, in dem wir die von mir an diesem Pult, von Florian Rentsch an diesem Pult und anderen mehrfach vorgetragenen Bedenken noch einmal zusammengeschrieben haben. Ich will sie jetzt nicht wiederholen, weil sie Ihnen alle bekannt sind und weil ich die zwei wichtigsten auch bereits in meiner Rede eben aufgenommen habe. Ich bitte darum, dass dieser Antrag ebenfalls noch einmal mit dem Gesetzentwurf in den Ausschuss überwiesen wird und dass wir die Chance haben, heute anstelle vom Sommerfest der Evangelischen Kirche uns noch einmal intensiv mit dem Kommunalen Finanzausgleich auseinanderzusetzen. Bewegen Sie sich bitte noch von CDU und FDP. Es geht um die Demokratie in unserem Lande. Es geht um die Bürgerbeteiligung in unserem Lande. Und wenn Sie weiterhin die Kommunen so gängeln, wie Sie es mit diesem Gesetzentwurf und wie Sie es mit den Beuterlassen vorhaben, so werden auch Sie und insbesondere und die GRÜNEN wenig Mitstreiter finden, die bereit sind, für ein Kommunalparlament noch einmal zu kandidieren. Und das ist demokratieschädlich. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat Frau Abg. Goldbach für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Nun haben wir die insgesamt 6. Debatte über den Kommunalen Finanzausgleich. Ich denke, es lohnt sich schon, doch noch einmal ein bisschen inhaltlich in die Tiefe zu gehen. Wir haben einen Änderungsantrag vorgelegt, der in vielen Punkten noch einmal Verbesserungen zugunsten der Kommunen darstellt. Danke. Der Soziallastenausgleich ist für uns GRÜNE ein besonders wichtiger Punkt. Wir wissen, dass die Sozialausgaben der
Kommunen, und zwar bundesweit, in den letzten 10 Jahren um etwa 50% gestiegen sind. Und schon in der zweiten Modellrechnung hatte die Landesregierung deswegen einen Ergänzungsansatz für solche hessischen Kommunen eingeführt, die von besonders hohen Sozialleistungen belastet sind. Dieser Ansatz ist jetzt noch einmal deutlich erhöht worden, nämlich um 5 Millionen € und liegt damit insgesamt bei über 20 Millionen €. Das halten wir für einen richtigen und wichtigen Schritt. Wir helfen damit ein Stück weit den Kommunen. Man muss aber auch sagen, der Bund hat die Gesetzgebungskompetenz für die Sozialgesetzbücher. Und die sozialpolitischen Möglichkeiten der Länder sind sehr begrenzt. Und wir erwarten ganz klar, dass gerade auch der Bund unter einer Regierungsbeteiligung einer sozialdemokratischen Partei seiner Verantwortung da gerecht wird und die bundesweit einheitlich geregelten Sozialkosten weiter übernimmt. Kommen wir zu der Änderung Durchleitung der Bundesmittel an die Kommunen. Darüber ist heute schon viel gesprochen worden. Man muss dazu sagen, das war eine klare Forderung der Kommunalen Spitzenverbände und unserer hessischen Kommunen. Darauf ist jetzt die Landesregierung und sind die Regierungsfraktionen eingegangen. Ein Redner sagte auch schon, dass das eigentlich der Systematik des bedarfsorientierten KFA widerspricht. Und schauen wir uns doch einmal an, warum die GRÜNEN und die CDU im Haushaltsausschuss dann die anderen Anträge abgelehnt haben. Darüber haben sich hier ein paar Leute trefflich aufgeregt, aber ich weiß gar nicht, warum. Denn wir wollten nicht nur, und im Übrigen, Herr Hahn, das war nicht Satz 7, sondern Satz 4, Absatz 1, § 9, dass der gestrichen wird, steht in allen Anträgen. Da sind wir uns völlig einig. Aber darüber hinausgehend haben wir gesagt, dass auch der Stabilitätsansatz nicht reduziert wird. Und das ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich dazu, nur diesen einen Satz im vorherigen Absatz zu streichen, sprich nur zu sagen, die Bundesmittel werden vollständig weitergeleitet. Warum sollten wir einem Änderungsantrag oder Ihren Änderungsanträgen in diesem Punkt zustimmen, wenn unsere einfach inhaltlich und in der Wirkung besser für die hessischen Kommunen ist? Kollege Schork hat schon gesagt, der Zuwachs beim Stabilitätsansatz wird auf die Hälfte gesteigert. Auch eine deutliche und gute Verbesserung. Der Eintaktwert, das ist für echte Liebhaber des KFA, hat Herr Schork auch schon schön erläutert. Es gibt aber daneben noch 4 weitere Änderungen, die schon direkt nach der Anhörung mit den Kommunalen Spitzenverbänden vereinbart wurden. Und die sind auch sehr wichtig. Das betrifft die Datenbasis zum einen. Ursprünglich war geplant, 2 Jahre statistische Daten heranzuziehen. 2 Jahre, weil man eben möglichst aktuelle Werte haben wollte für die Berechnung der Bedarfe. Und auch da ist das Land Hessen auf die Kommunen zugegangen und hat gesagt, gut, wir nehmen einen längeren Zeitraum, wir nehmen 3, und zwar deshalb, weil wir dann eine Glättung von Sondereffekten erreichen. Das ist auch eine Verbesserung. Wenn wir mit Daten aus der Vergangenheit arbeiten, müssen wir natürlich irgendwie auch die aktuellen Entwicklungen abbilden können. Dazu nimmt man üblicherweise Indizes. Und im ersten Entwurf war dazu der Verbraucherpreisindex angesetzt. Um aber die spezielle Entwicklung bei den kommunalen Aufgaben und auch die Kostenentwicklung dort besser abbilden zu können, werden wir jetzt einen Fortschreibungsfaktor haben, der aus den kommunalen Ausgaben der letzten 20 Jahre entwickelt wurde und deswegen noch wesentlich besser dazu geeignet ist. Die Gewerbesteuer ist immer sehr großen Schwankungen unterworfen, weil sie eben direkt die Ertragssituation der kommunalen Unternehmen abbildet, die gewerbesteuerpflichtig sind. Damit diese Prognosen nicht zu hoch ausfallen und auch hier Sondereffekte besser geglättet werden, wird jetzt ein Abschlag auf die Steuerschätzung vorgenommen, sodass die Einnahmen der Kommunen nicht zu hoch angesetzt werden. Auch das ist eine deutliche Verbesserung für die Kommunen. Das alles wurde mit den Kommunalen Spitzenverbänden vereinbart.
Und ich wundere mich schon sehr über die Wortwahl meiner Vorredner, über Erpressung, abgepresste Vereinbarungen. Ich glaube, alle Abgeordneten haben dieses Papier hier bekommen. Darüber steht Übereinkunft. Und in dieser Übereinkunft ist all das vereinbart, was ich eben aufgeführt habe. Und wenn Sie uns nun weismachen wollen, dass die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, ich kann hier leider immer nicht sagen, die Vertreterinnen und Vertreter, es sind nur Vertreter, dass die sich haben dazu zwingen lassen, ein solches Papier zu unterscheiden, dann möchte ich einmal sehen, wie Sie denen das nächste Mal in die Augen sehen. Denn ich glaube nicht, dass die sich zu so etwas herablassen würden. Die Änderungsanträge der anderen Fraktionen, zunächst der Änderungsantrag der SPD. Diese Partei, diese Fraktion möchte gerne die Solidaritätsumlage abschaffen. Wir sagen, sie ist angemessen und richtig. Der Staatsgerichtshof hat ausdrücklich gesagt, eine solche Solidaritätsumlage kann und soll eingeführt werden. Die abundanten Kommunen müssen bis zu 25 % der Steuereinnahmen, die über ihrem eigenen Bedarf liegen, an die ärmeren Kommunen abgeben. Das ist eine maßvolle Solidaritätsumlage, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Aber ich verstehe eines dabei nicht. Das Solidaritätsprinzip zieht sich in Deutschland ja als grundlegendes Prinzip nicht nur durch die ganze Sozialgesetzgebung, sondern auch durch das Steuerrecht. Auch dort wird auf den wirtschaftlich Schwachen Rücksicht genommen, und es findet ein sozialer Ausgleich statt. Und warum ausgerechnet die Sozialdemokraten diesen sozialen Ausgleich in der kommunalen Familie nicht wollen, das wird uns wohl ein Rätsel bleiben. Weiterhin wollen die Sozialdemokraten in ihrem Antrag nicht, dass die besonderen Investitionszuweisungen in die allgemeinen Schlüsselzuweisungen überführt werden. Dazu muss man einfach sagen, die Kommunalaufsicht wird sicherstellen mit einer untergesetzlichen Regelung, dass auch den finanzschwachen Kommunen weiterhin genau die Mittel für investive Tätigkeit zur Verfügung stellen, wie bisher auch. Diese Angst ist also unbegründet. Der Änderungsantrag der FDP, auch schön. Solidaritätsumlage hatten wir schon. Dazu kommt noch Ihre Ablehnung der Anhebung der Nivellierungshebesätze. Das hat Herr Schork auch schon gesagt, dass die Nivellierungshebesätze ja auf dem Ist-Niveau erstes Halbjahr 2014 liegen. Das heißt, die jetzigen bilden einen tatsächlichen Zustand ab. Und schauen wir doch einmal, was letzte Woche durchs Radio ging. Da war die Rede von Hessisch Bahama. Haben Sie das gehört? Und das ist genau so ein Effekt, der entsteht, wenn wir sehr unterschiedliche Nivellierungssätze oder überhaupt Hebesätze bei der Gewerbesteuer haben. Da war nämlich die Rede von Ersporn. Es ist so, dass es inzwischen einige Unternehmen gibt, die dort einen zweiten Sitz angemeldet haben, aber ihre eigentliche Geschäftstätigkeit findet ganz woanders statt. Und jene Kommunen, wo die Geschäftstätigkeit stattfindet, die müssen die Infrastrukturkosten tragen. Und die Unternehmen, die in Ersporn ihren nur einen Firmensitz haben, einen zweiten, beteiligen sich überhaupt nicht an diesen Infrastrukturkosten. Das sind Verhältnisse, wie wir sie in Hessen nicht wollen. Und deshalb sind die Nivellierungshebesätze richtig und angemessen. DIE LINKE beantragt auch Weiterleitung der Bundesmittel. Das hatten wir schon. Zusammenfassend kann man sagen, es bleibt eigentlich nichts übrig, was über den schwarz-grünen Antrag hinausgeht und eine weitere Verbesserung für die Kommunen bedeuten würde. Deswegen finde ich es auch angemessen und richtig, die anderen Anträge einfach abzulehnen. Applaus
Eine wesentliche Verbesserung ist, dass wir aber heute einmal über konkrete Änderungsanträge sprechen. Und lassen Sie uns noch einmal ganz kurz zurückblicken, was in den letzten anderthalb Jahren so passiert ist. Was sich durch die ganze Debatte zieht, ist wie ein roter Faden, ist die sehr einseitige Betrachtungsweise der Partei, der Fraktion, die im Farbspektrum der politischen Farbenlehre eher im Bereich Rot anzusiedeln ist. Sie degradiert unsere Gemeinden und Städte geradezu zu Opfern. Sie unterscheidet nicht zwischen starken und schwachen Kommunen, sondern behandelt sie einfach wie eine Art Schicksalsgemeinschaft. Aber, meine Damen und Herren, der KFA ist kein Opferausgleich. Vielmehr spricht die Wortwahl der Kollegen doch für eine schwere eigene Traumatisierung, Opfer, Erpressung, Enttäuschung. Sie sollten daran arbeiten. Im April ist dann ein Vorschlag in jener Parteifraktion gefolgt, der KFA solle doch, und das finde ich wirklich gut, noch einmal ganz neu gerechnet werden. Der Vorschlag mutete geradezu rührend naiv an. Und stellen wir uns einmal kurz vor, das Finanzministerium stünde unter dieser rührend naiven Führung. Aber nein, das machen wir nicht. Haben die Sozialdemokraten tatsächlich keine Vorstellung davon, welche gigantischen Datenmengen da verarbeitet wurden und wie aufwendig die Erarbeitung dieses Gesetzentwurfs war? Oder ist Ihnen schlicht nichts anderes mehr eingefallen an Kritik? In freundlicher Zugewandtheit gehe ich einmal von Letzterem aus. Aber so oder so, ein verantwortungsvoller Umgang mit einem Staatsgerichtshofsurteil ist das sicher nicht. Dann kam ein neuerlicher Versuch, die Bürgerinnen und Bürger in Hessen, in unseren Kommunen, gegen den KFA aufzubringen. Der Versuch, mit den schwarz-grünen Absperrbändern über das ganze Land eine Protestwelle zu erzeugen, ist allerdings wie ein Tropfen Wasser im Sand versickert. Und von dem großartigen Erfolg zeugen die Kisten mit Absperrbändern, die immer noch auf einer Palette auf dem Nebenhof unten im Landtag stehen. Ja, aber den absoluten Tiefpunkt haben wir heute erlebt, als die Stirnform des Kollegen Pentz noch dafür herhalten musste, um über den KFA, na ja, zu reden, weiß ich nicht, aber um sich da irgendwie zu profilieren, um einen Profilierungsversuch zu starten. Dazu kann man eigentlich gar nichts mehr sagen. Etwas sagen kann man aber sehr wohl zu der Arbeitsweise der schwarz-grünen Koalition, denn ich denke, das kennzeichnet die ganze Entwicklung dieses Gesetzentwurfs sehr schön. Ich finde, diese Arbeitsweise ist sehr sachorientiert, respektvoll und fair. Und das nicht nur im Umgang mit dem jeweils anderen Koalitionspartner, sondern auch im Umgang mit unseren hessischen Kommunen und den Kommunalspitzenverbänden. Dazu kam ein Grad an Transparenz und Offenheit, der wirklich einmalig ist. Und ich glaube, deshalb stand am Ende dieses langen Prozesses auch ein so gutes Ergebnis. Wir werden diese Woche in dritter Lesung noch einmal über den Gesetzentwurf beraten. Und bis dahin hat die SPD 48 Stunden Zeit, um ihre schwere Traumatisierung zu verarbeiten. Viel Erfolg! Das Wort hat der hessische Finanzminister Dr. Schäfer. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem der Staatsgerichtshof in seiner ja nun mittlerweile berühmten Entscheidung
Stichwort Alsfeld-Urteil, den Kommunalen Finanzausgleich eine völlige Neuordnung verordnet hat, ist es heute die 10. Debatte. Und wie der Antragslage zu entnehmen ist, werden wir am Donnerstag die 11. Debatte zu diesem Thema erleben. Ich will zu Beginn mich sehr herzlich bedanken. Bedanken bei Ihnen, dem Plenum des Hessischen Landtags, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen, die die Zumutung der Komplexität dieses Werkes mit hohem Maß an Engagement und Gleichmut zugleich ertragen haben. Ich will mich zugleich herzlich bedanken bei den Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände. Ich komme auf unser entscheidendes Gespräch in der vorletzten Woche auch noch zurück. Mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch unseren Arbeitsgruppen mitgearbeitet haben. Aber ich will die Gelegenheit hier am Plenum in öffentlicher Sitzung des Landtages auch nutzen, mich bei meinem Team sehr herzlich zu bedanken. Das, was zu Beginn Ulrich Kallmann, der auch da ist, mit seiner Mannschaft, die Patrick Raulich dann übernommen hat und die zum großen Teil heute hier ist, in den letzten Monaten geleistet hat, das war, gestatten Sie mir den bisschen unparlamentarischen Ausdruck, ganz großes Kino. Herzlichen Dank. Klasse, was Sie geleistet haben. Denn der Diskurs der letzten Monate war nur möglich, weil alle mit unglaublichem Engagement an dem Projekt gearbeitet haben. Wir haben nicht nur unzählige Termine, an denen ich beteiligt war, vorbereitet, sondern noch viel größere Zahl an Gesprächen hinter den Kulissen geführt. Nahezu kein Gesprächswunsch eines Kommunalpolitikers ist abgeschlagen worden. Wir haben mit allen überall, auch teilweise zu nachtschlafender Zeit, Gespräche geführt, weil es bei einer solchen komplexen Regelungsmaterie notwendig und richtig ist, den Diskurs, die Diskussion, auch wenn man das Argument zum 27. Mal hört, auch beim 28. Mal noch sachlich und freundlich mit den Beteiligten zu reden und das Gespräch zu suchen. Weil das so war, haben wir es geschafft, trotz des öffentlichen Diskurses, und der war ja extrem komplex, der war auch nachdrücklich, der war auch hartnäckig und ab und zu auch mal unfreundlich, wie es bei einer solchen schwierigen und auch umstrittenen Materie sich auch gehört. Aber hinter den verschlossenen Türen, wenn wir gesprochen haben, sowohl mit den Verbänden als auch mit den Kommunen, war das Klima in der Regel anders. Engagiert, nachdrücklich, auch mal energisch, aber immer an der Sache orientiert. Und weil trotz allen Diskurses, gerade mit den Spitzen der Spitzenverbände, immer eine Basis persönlichen Vertrauens geblieben ist, des Wissens, dass man sich auf den jeweils anderen und vor allem das Wort des jeweils anderen verlassen kann, war es am Ende möglich, einen solchen Kompromiss zu erzielen, wie wir ihn in der vorletzten Woche gefunden haben. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, es hat sich heute der ein oder andere hier in dieser Debatte über diesen Termin geäußert, der gesichert nicht dabei war. Und deshalb lassen Sie mich nur zwei Punkte sagen. Glauben Sie wirklich, Bertram Hilgen, Erich Pieper und Karl-Heinz Schäfer ließen sich erpressen? Glauben Sie das wirklich? Dann glauben Sie, haben Sie ein sehr viel größeres Problem im Diskurs mit den Kommunalen Spitzenverbänden, als ich es je gehabt habe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich eine zweite Bemerkung zur Frage des Einladungskreises des Gespräches sagen. Wir haben allen Spitzenverbänden freigestellt, mit wem und mit wie vielen Personen sie kommen. Das hat jeder für sich entschieden. Und lassen Sie mich auch das noch hinzufügen. Als wir gesehen haben, dass ein Verband sich nur mit einer Person angemeldet hatte, haben wir ausdrücklich nachgefragt, und es ist uns bestätigt worden, dass es die Absicht sei, mit einer Person teilzunehmen. So, damit keine Legendenbildung über Termine hier stehen bleibt von Leuten, die an dem Termin nicht teilgenommen haben. Sind sogar freiwillig gekommen.
Wir waren sogar fröhlicher Stimmung, das kann man auch nicht anders sagen, trotz des schwierigen Themas. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich einige inhaltliche Bemerkungen noch zu dem machen, was heute diskutiert worden ist. Ich bin dankbar für die weitgehend sachliche Debatte. Allerdings, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss da ein Stück die Sozialdemokraten ausnehmen. Auch wenn man merkt, dass der Impetus, das emotionale Engagement bei diesem Thema, das hat Kollege Hahn völlig zu Recht beschrieben, sehr deutlich raus ist. Der Glaube, dass aus diesem Thema die große Wahlkampfrakete wird, ist sicherlich der realistischen Betrachtung gewichen, dass man maximal ein geordnetes Tischfeuerwerk damit noch entfachen kann. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will mich nicht über Brandschutzfragen mit Ihnen unterhalten, sondern versuchen, auch Begriffe wie Erpressung, Willkür, mieses Spiel, Täuschungsmanöver oder Einbrecher sind heute wieder gefallen. Ich könnte jetzt versuchen, mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Ich mache das ausdrücklich nicht. Man muss verstehen, die Sozialdemokraten haben eine schwierige Woche hinter sich. Sie haben zunächst erleben müssen, wie Abgeordnetenkollege Grumbach sich mit seinem Arbeitgeberverhalten bemüht, in die Große Tarifkommission der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände aufgenommen zu werden. Sie haben eine Umfrage am gestrigen Tage erleben dürfen, die gewisse motivatorische Fragen auch beeinflusst. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Höhepunkt des Diskurses, die hessische SPD als der oberste Protagonist der reichsten Kommunen in Hessen, meine Damen und Herren. Geht es noch, Sozialdemokraten? Was machen Sie denn eigentlich hier? Das ist ja ein unglaublicher Vorgang. In Ihrem eigenen Wahlprogramm steht der folgende Satz: Es ist deshalb ein Gebot der Gerechtigkeit, die hohen Einkommen angemessener an der Finanzierung staatlicher Aufgaben zu beteiligen. Gilt das etwa für die kommunale Familie nicht? Ist es nicht etwa richtig, die reichsten Kommunen Hessen intensiver an der Finanzierung der schwachen Kommunen zu beteiligen? Wie rechtfertigen Sie denn Ihr Verhalten in Nordhessen, wenn Sie 90 Millionen € aus dem System herausrechnen wollen, die den armen Kommunen in den ländlichen Räumen fehlen werden, meine Damen und Herren? Auf diese Diskussion im kommenden Kommunalwahlkampf freuen wir uns außerordentlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben am Ende des ausführlichen Diskussionsprozesses nun das Ende des Gesetzgebungsverfahrens vor Augen, die zweite Lesung heute und im Moment hier im Hessischen Landtag, am Donnerstag dann in der dritten Lesung. Wenn Sie sich anschauen, wie das Projekt begonnen hat, unsere ersten Modellrechnungen für die vertikale Verteilung, wie wir im ersten Diskurs im Dialog mit der kommunalen Familie Veränderungen vorgenommen haben, wie wir dann in einer zweiten Betrachtungsweise die horizontale Verteilung mit einbezogen haben, das wieder diskutiert haben, hier im Landtag, aber vor allem mit den Betroffenen, wie dann auf dem Weg hin zur Kabinettsvorlage weitere Veränderungen eingeflossen sind, wie wir nun auf den letzten Metern der Diskussion mit den Spitzenverbänden eine Verabredung getroffen haben, die ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten beinhaltet? Ja, natürlich wäre es systemgerechter gewesen, die Frage der Bundesmittel in der Bedarfsbetrachtung mit einzubeziehen. Es ist keine Symmetriefrage, Herr Abgeordneter Schmidt, die hier an der Stelle zu diskutieren ist. Eher umgekehrt. In der Diskussion nach den Ergebnissen der Entscheidung des Staatsgerichtshofs ist die kommunale Straße sogar wertvoller als die Landesstraße. Weil in dem Moment, wo die kommunalen Steuereinnahmen zusammenbrechen, garantieren wir mit dem Landeshaushalt für die kommunale Finanzierung. Und im Zweifel wird dann die kommunale Straße gebaut werden können, während die Landesstraße nicht mehr gebaut werden kann, weil wir die Einstands- und Garantiepflicht für die kommunale Finanzierung übernommen haben. Eine Regel, die aus dem Urteil folgt, und die ist bundesweit einmalig. Und sie gibt es nur in unserem Bundesland Hessen, meine Damen und Herren. Dennoch haben wir uns auf den Weg begeben, das zu verabreden, dass die Bundesmittel, wenn sie mit konkreter Zweckbestimmung für die kommunale Familie erfolgen,
ohne Anrechnung auf die Bedarfsberechnung weitergeleitet werden, direkt an die kommunale Familie. Weitere Änderungen, auf die Kollegin Goldbach und Günter Schork eingegangen sind, haben wir mitverabredet. Und im Gegenzug, so ist das bei Geben und Nehmen, an die kommunalen Spitzenverbände erklärt, das ist ein vertretbarer Kompromiss. Vertretbarer Kompromiss heißt immer für beide Seiten, dass, wenn man es allein zu entscheiden gehabt hätte, man es anders entschieden hätte. Da man es aber nicht allein zu entscheiden gehabt hat, ist das Wort Kompromiss immer ein Treffen in der Mitte oder zumindest in der Nähe derselben. Deshalb haben beide ihren Beitrag geleistet. Und zu dem Beitrag der kommunalen Spitzenverbände gehört, dass sie erklärt haben, sie halten es für einen vertretbaren Kompromiss. Und sie empfehlen ihren Kommunen nicht zu klagen. Ungehindert dessen, dass es den einen oder anderen gibt, der dies noch überlegt. Das ist jedem unbenommen. Wir sind in einem Rechtsstaat. Die Frage, wer am Ende gegen ein Gesetz, das der Hessische Landtag beschlossen hat, klagt, ist jedem Klageberechtigten unbenommen. Ob das am Ende eine Chance hat, sich die eigene Position zu verbessern, oder ob nicht der Staatsgerichtshof vielleicht auf den Gedanken kommt, sich anzuschauen, wie die Regelungen mit abundanten Kommunen anderer Bundesländer anschauen, und die von Ihnen mit besonderer Fürsorge gedachte Stadt Schwalbach, wenn sie vor den Toren Kölns liegen würde, wahrscheinlich die Hälfte an Solidaritätsumlage zusätzlich bezahlen müsste, und wenn sie vor den Toren Dresdens liegen würde, noch ein bisschen mehr zahlen würde, dann könnte ein Staatsgerichtshof vielleicht auch auf den Gedanken kommen, dass der in der Entscheidung des Alsfeld-Urteils ausgeurteilte Anspruch, dass es auch einen Anspruch der jeweiligen Kommunen auf interkommunale Solidarität gibt, vielleicht in der hessischen Regelung noch intensiver hätte gestaltet werden müssen, dann kann es sein, dass eine solche Klage am Ende für die Betroffenen deutlich nach hinten losgeht. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch die betroffenen Kommunen erst das Gesamtergebnis sich ordentlich beraten lassen und dann für sich eine Entscheidung treffen, ob es klug ist, den Klageweg zu beschreiten. Das kann am Ende jeder tun, wie er das will. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber ich will gerne auch den Blick am Ende meiner Rede noch in die Zukunft richten. Wir haben mit den Spitzenverbänden auch verabredet, und das ist in der öffentlichen Diskussion, glaube ich, ein bisschen zu kurz gekommen, dass wir die reale Entwicklung dieses kommunalen Finanzausgleichs, wir betreten damit gemeinsam Neuland, eng, neudeutsch gemonitort wird, zu gut Deutsch, wir beobachten gemeinsam, wie es real sich entwickelt, und haben verabredet, nicht erst nach 5 Jahren bei der offiziellen Evaluierung, sondern auch in der Zwischenzeit zu schauen, ob es Entwicklungen gibt, die bei Inkrafttreten keiner gesehen hat, die sich aber aus der Entwicklung der Zahlen ergeben. Wir haben auch verabredet, und das habe ich auch dem Städte- und Gemeindebund zugesagt, dass wir wieder frei der Frage der Kommunen im ländlichen Raum den Zusammenhang zwischen der Zahl der Ortsteile und der Einwohnerschaft, was möglicherweise Bedarfsrelation hat, einer Prüfung zu unterziehen. Wir werden mit den kommunalen Spitzenverbänden und der Federführung des Sozialministers in den nächsten Monaten über die Frage der Angemessenheit der Asylpauschalen im Sinne der Verabredung sprechen, fair, partnerschaftlich und ergebnisorientiert. Und wir werden die Umsetzung des Bundesprogramms zur Stärkung der Investitionskraft der hessischen Kommunen nach der Sommerpause gemeinsam mit den Spitzenverbänden zu einem weiteren Ergebnis führen, was am Ende dafür sorgen wird, dass die Investitionskraft der hessischen Kommunen über die nächsten 3 Jahre in signifikantem Umfang steigen wird. So werden wir das im Stile, wie wir das Verfahren nun beendet haben, im fairen Miteinander, durchaus im kritischen Diskurs, jeder hat seine Rolle, aber am Ende mit der Aufgabe, das gemeinsam Beste für unser Land zu erreichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Aufgabe haben wir uns gestellt. Und ich sage ganz selbstbewusst, ich glaube, wir haben uns erfolgreich gestellt. Vielen Dank. Es liegen mir keine Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die zweite Lesung durchgeführt. Die Anträge auf
Einzelne Lesungen sind gestellt. Damit stelle ich fest, dass wir die Tagesordnungspunkte 14, 63 und 76 zur weiteren Beratung vorbereiten der dritten Lesung am Donnerstag in den Haushaltsausschuss überweisen. Dem widerspricht keiner. Ist das so beschlossen? Vielen Dank. Ich füge hinzu, dass der Haushaltsausschuss nunmehr in Sitzungsraum 501 sich trifft und dort tagt, um die dritte Lesung vorzubereiten. Für heute beenden wir unsere Tagesordnung. Ich wünsche einen schönen Abend. Und wir treffen uns morgen früh um 9 Uhr hier wieder. Dankeschön.